auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Neben mir stehen die beiden Trainer aus Friedrichsthal, der Marcellus Lukiacon, der selber viele Jahre in Spielberg gespielt und dabei herausragende Tore erzielt hat. Heute Abend als Trainer des FC Friedrichsthal bei uns, neben mir der Tobias Winter. Wir haben alle ein sehr spannendes Spiel gesehen, dessen Ausgang auf Messers Schneide stand. So habe ich es gesehen aus der Stadionsicht von ganz oben, aber wir wollen die Experten zu Wort kommen lassen. Und wie immer zuerst der Gästetrainer Marcellus. Wie hast du es gesehen? Was ist deine Meinung? Hallo zusammen. Hat mich wirklich gefreut, wieder hier zu sein. Und als Trainer ist anders. Man muss sich an die Mannschaft konzentrieren. Man muss alle Freunde oder Bekannte, die man hat, nochmal grüßen. Ich weiß, wir sind teilweise alle alt geworden, aber man freut sich immer. Glückwunsch zum Sieg. Spannendes Spiel. Wir haben wirklich sehr stark angefangen. Wir haben uns wirklich gute Idee vorgenommen. Die ersten 25 Minuten waren überragend. Das hat gesessen. Wir waren da, wir hatten Tempo, wir haben Spielfluss, wir haben Mut gehabt, wir haben kombiniert. Und dann nach den 25 Minuten haben wir plötzlich aufgehört zu spielen. Und dann ist Spielberg wieder rangekommen, haben den Druck aufgebaut und gleich die zwei Tore gemacht. Wir wissen das schon, wir kriegen ziemlich öfter Tore, aber wir wissen, dass wir in den 90 Minuten bis Ende des Spiels spielen werden. In der Halbzeit haben wir uns wirklich in der Kabine zusammen gehabt, ein paar Sachen besprochen und ich will einfach sagen, in der zweiten Halbzeit waren wir die dominierende Mannschaft. Wir haben wirklich Laufbereitschaft gezeigt, Mut, Motivation, wirklich gute Sachen durchgeführt. Aber das ist ja so. Es ist im Fußball. Du kannst spielen, aber du musst die Tore machen. Ich werde sagen, wenn wir die zweite Halbzeit und die ersten 25 Minuten sehen, haben wir eigentlich das Spiel teilweise in der Hand gehabt. Aber so ist das Fußball. Am Ende müssen wir die Tore erzielen. Ein Unentschieden wäre dran, das wäre wirklich verdient, aber das ist einfach ein Grundkonzept. Wir müssen jeden Sonntag, jedes Spiel bis zum Ende entweder gut spielen und die Tore machen oder einfach in Punkte in der Runde weiterzugehen. Es ist das sechste Spiel, ich stehe jetzt ganz unten, wir wissen, was wir machen wollen, wo wir hin wollen und wir arbeiten einfach weiter. Die Punkte kriegen wir noch irgendwo hin. Und wie hat es unser Trainer gesehen, Tobias Winter? Ja, ähnlich. Ich glaube, ich war auf dem gleichen Sportplatz. Also ich glaube, dass man ganz zu Beginn eine gute Torschance habe, durch den Nikola in Führung zu gehen. Danach war man dann immer einen Schritt zu spät. Friedrichsthal hat das gut gespielt. Mit dem Spanier auf der Sechserposition, wo er sehr agil war, war man immer einen Tick zu weit weg. Dann sind sie in Führung gegangen. Nach einer Einwurfsituation, die in der Entstehung für uns unglücklich war, dann gibt es eine Flanke danach, Kopfball, ja, Tor 0-1. Ich glaube, dass man dann danach es besser gemacht habe, ab der 25. oder 30. Minute, mehr aber auch insgesamt in der ersten Halbzeit sicherlich die bessere Tormöglichkeiten gehabt, wo ich denke, dass der Torhüter von Friedrichsthal zweimal sehr gut hält. Somit gehen wir aus meiner Sicht, dass man zwei Treffer erziele, war dann hinten raus in Ordnung, weil die Möglichkeiten da waren. Ich glaube, unser größtes Problem heute war nach der Halbzeit, dass man bei zum Teil Überzahlsituationen im gegnerischen Strafraum, so 12, 15 Minuten nach der Halbzeit, dass man da das 3-1 nicht mache. Und dann am Schluss haben wir so ein bisschen auch Angst vor der eigenen Courage gehabt, haben Angst gehabt zu gewinnen. Friedrichsthal hat dann gedrückt und wir haben nach vorne definitiv zu wenig Entlastung gehabt. Auch wenn wir dabei geklärt haben, sind wir nicht mehr richtig nachgekommen, aber keinen Abstand zum eigenen Tor hinbekommen, viele Bälle in den Strafraum geflogen. Und da muss man dann auch sagen, dass man mit großem Herz verteidigt habe, nicht immer geschickt, aber mit einem riesengroßen Herz und in der zweiten Halbzeit definitiv einen Torhüter hatte, der uns da einige Situationen gerettet hat mit einer guten Leistung. Dankeschön. In den letzten 20 Minuten, als Friedrichsthal gedrängt hat, war das mehr eine psychologische Sache oder war es auch ein Kraftverschleiß bei unserer Mannschaft? Wir haben ja einiges zu ertragen aufgrund der Menge der verletzten Spieler.
rot gesperrt und so weiter. Wir haben heute mit einem anderen Aufgebot spielen müssen. Wie war das in der letzten 20 Minuten? Also zunächst mal bin ich niemand, den man jammern hören wird, weil Person X oder Y ausfällt. Wir haben 11 Spieler, die ich auf dem SV Spielberg trage und die müssen alles in die Waagschale werfen. Das ist meine Grundvoraussetzung. Ich glaube, wenn man das einfach mal vergleicht mit der Halbzeit, die man hier gegen Ravensburg gespielt habe, die zweite Halbzeit, oder die man in Freiberg gespielt habe, dann sieht man, zu was wir in der Lage sind. Ich glaube, dass das in Summe selbst auch heute in der zweiten Halbzeit schlechter war als in Linz am ersten Spieltag. Es war vielleicht die schlechteste zweite Halbzeit in der Saison bisher, aber ich glaube schon eher, dass man mit der Führung und mit dem Druck vom Gegner eher ein mentales Problem hatte. Wir haben 11 Spieler in der Startformation. Das wäre Ausfälle oder so, das spielt eine untergeordnete Rolle. Keine Entschuldigung, Verletzte oder rote Karten. Wir müssen mit den Leuten spielen, die wir haben. Und eins kann man wohl bestätigen, was unser Trainer vorhin gesagt hat. Großes Herz. Die Mannschaft hat gekämpft, sie hat alles gegeben. Wir konnten natürlich aufgrund vom großen Druck von Friedrichsthal die letzten 20 Minuten nicht mehr so spielen, wie wir wollten. Das ist normal. Und wir haben heute am 6. Spieltag den allerersten Sieg eingefahren. Toll, wir verlassen ein bisschen die allergefährdetste Region und vielleicht macht dieser Sieg auch Mut für die Zukunft. Ich bedanke mich bei Marcellus Nukiacon, bei Tobias Winter, wünsche alle noch einen angenehmen Aufenthalt und alles Gute für den SVS. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.